Geschichte präsentiert Margit Auer mit der Schule der magischen Tiere. Wer kennt diese Reihe nicht? Wie cool ist das denn? Margit Auer ist dabei bei unserer Aktion. Hallöchen, ich bin's, Margit Auer, die Autorin von der Schule der magischen Tiere. Ich habe einen Buchtipp für euch und zwar Amar Pettersen von Sven Nordqvist. Der Pettersen hat schrecklich miese Laune. Geht es euch auch manchmal so? Draußen ist Schmuddelwetter, man darf keine Freunde treffen und irgendwie ist gerade alles richtig doof. Aber halt, es gibt ja noch den aufgeweckten, frechen, lustigen Kater Findus. Er lockt den Pettersen nach draußen, sie gehen zusammen zum Angeln. Eine ganze Viertelstunde saßen sie ganz still. Nur das Wasser, das gegen das Boot schwappte, war zu hören. Der See war grau, der Himmel war grau, rundherum stand der dunkle Wald. Das war doch keine dumme Idee, angeln zu gehen, sagte Pettersen. Habe ich mir doch gedacht, sagte Findus. Wieder einmal hat er geklappt, der Trick, bei jedem Wind und Wetter nach draußen gehen. Dieses Buch und viele andere Bücher gibt's bei den Buchwichteln. Macht's gut, Tschüssikowski, eure Margit Auer.